So, einen wunderschönen guten Tag, liebe Eishockey-Freunde, und herzlich willkommen zurück bei Let's Play NHL 2007 mit unseren Anaheim Ducks. Heute sind wir zu Gast bei den Thrashers aus Atlanta, nachdem wir ja zuletzt bei den Panthers aus Florida mit 6:1 erfolgreich waren. Ich bin top motiviert nach diesem ja durchaus verdienten Auswärtssieg zuletzt bei den Panthers, und ich denke, auch gegen die Thrashers sollte ein Sieg durchaus drin sein. Atlanta ist Vorletzter in der Eastern Conference, steht damit also außerhalb der Playoff-Plätze. Aber zu unterschätzen ist diese Mannschaft natürlich trotzdem nicht. Das Team, das durchaus Qualität hat, gar keine Frage, so wie jedes NHL-Team. Aber so richtig umsetzen konnte es diese in dieser Saison bisher nicht. Aber das kann sich ja noch ändern. Die Saison ist noch lang. Ich bin gespannt, was geht gegen die Panthers hier. Eine Mannschaft, die, wie ihr ja alle wisst, nicht mehr existiert. Hat sich aufgelöst vor einigen Jahren und geht erstmal in Führung. Bob Pioli. Na, nur 34 Sekunden. Und das ist der Dank dafür, dass ich euch hier meine Rede gewidmet habe, ihr blöden Ärsche. Also 1:0 Atlanta führt gegen unsere Ducks. Das ist natürlich der perfekte Start für die Hausherren. Und noch schlechter kann es im Prinzip nicht losgehen für uns. Also bitter, bitter. Aber naja, wir haben ja noch genug Zeit. Das ist der Vorteil, wenn man zu zeitlich in Rückstand gerät. Da kann man noch viel dran ändern. Aber es heißt jetzt hier mal aufwachen. Was ist denn los? Ist euch der Sieg zuletzt nicht bekommen oder was, Leute? Also das kann ja nicht sein hier. Gegen den vorletzten der Eastern Conference. Da muss man schon ein bisschen anders auftreten. Also der Start haben wir hier total verpennt in dieses Spiel. Aber naja, was soll's. Havlet an der Scheibe. Ja, wie gesagt, die Thrashers, die gibt's nicht mehr. Das sind ja die Winnipeg Jets jetzt aktuell. Und ja, trotz alledem war immer eine Franchise, die ich irgendwie gemocht habe. Waren mir immer irgendwie sympathisch. Warum auch immer erfolgreich waren sie eigentlich nicht sonderlich. Haben in ihrer ganzen Franchise-Geschichte, glaube ich, ein einziges Mal die Playoffs erreicht. Das war auch, glaube ich, in der Saison, die wir hier nachspielen, 2006, 2007. Da haben sie die South East Division damals gewonnen und hatten sich für die Playoffs qualifiziert. Sind dann aber, glaube ich, in der ersten Runde ausgeschieden gegen New York Rangers oder so. Also sonderlich erfolgreich war diese Franchise nicht. Deswegen hat es irgendwie auch nie jemanden gewundert, dass sie sich aufgelöst haben. Aber das war natürlich nicht der Grund, die Erfolglosigkeit. Forschungen erstmal mit der Chance, sondern finanzielle Schwierigkeiten. Klar, Atlanta ist sicherlich auch ein Ort, wo Eishockey jetzt nicht unbedingt der populärste Sport ist. Im Südosten der USA, da gibt es, glaube ich, andere Dinge, die die Leute begeistern, als ein Sport, der eigentlich im hohen Norden sehr populär ist, sage ich mal. Und deswegen war es irgendwie kein Wunder. Naja, was soll's. Die Thrashers gibt es nicht mehr, es sind jetzt die Winnipeg Jets. Und ja, sozusagen durch die Auflösung der Thrashers ist eine recht alt eingesessene Franchise wieder in die NHL zurückgekehrt, und darüber bin ich auch nicht böse. So, jetzt aber kümmern wir uns mal um das Spiel hier, und das läuft bisher überhaupt nicht. Wir liegen 1:0 hinten. 10 Minuten sind ungefähr gespielt. Es gibt jetzt hier gleich erstmal wieder eine Strafe gegen uns. Das ist natürlich auch schön gegen Samuel Pess, und 2 Minuten verhalten. Das könnte besser ja bisher nicht laufen. Ja, aber die Strafe ist gerechtfertigt, und das ist natürlich die gute Chance für die Thrashers aus Atlanta hier eventuell nachzulegen. Aber naja, das gilt es hier zu verhindern. St. Jakes setzt sich jetzt erst einmal in Szene. Bruno St. Jakes hat auch zuletzt gegen die Panthers getroffen. Macht das eigentlich ganz gut bis dahin. Aber dann ist es halt ein schlechter Pass, der die ganze Situation so ein bisschen vermasselt. Metropolit, der Pass gut gespielt. 2:0, das ist ja unfassbar. Glenn Metropolit legt nach. Atlanta führt mit 2:0. Powerplay-Tor. Und das darf doch nicht wahr sein, Leute. Was ist denn hier nur los? Also bis hierhin läuft da überhaupt nichts bei unseren Ducks in dieser Partie. Die Hausherren, die können so ein bisschen machen, was sie wollen. Treffen das Tor natürlich auch. Und so liegt man hier 2:0 hinten. Das ist schon ziemlich bitter. Und klar, es ist zwar immer noch genug Zeit und das Spiel ist noch lange nicht verloren. Aber wenn wir hier nicht bald mal was Besseres bieten als das, was wir bis hierhin geboten haben, dann verlieren wir das hier. Gar keine Frage. Ich weiß nicht, ob wir da ein bisschen den Gegner unterschätzt haben oder so, aber ich bin ja eigentlich einer, der die Gegner immer ernst nimmt, unabhängig davon, wo sie in der Tabelle stehen. Aber bis hierhin kann man so den Eindruck haben, dass wir hier ein bisschen überheblich agieren, den Gegner nicht ernst genommen haben, und so läuft das nämlich bis hierhin. Aber jetzt wieder mal der Vorstoßversuch, aber es geht wenig zusammen. Also das ist schon schwach von uns, und es gibt natürlich wieder eine Strafe gegen uns. Diesmal gegen Scott Niedermeyer, wiederhalten, wie vorhin schon. Strafe gegen unseren Captain. Ja, aber gut, ist das oder muss man das denn pfeifen? Also ich meine, klar, da ist ein Körperkontakt da und er hält ihn auch mal für eine Sekunde, aber muss man das pfeifen? Also ich weiß es nicht. Das ist natürlich bitter, wenn du dann natürlich auch solche unnötigen Strafen gegen dich bekommst, und wenn du dann solche Chancen liegen lässt, wird es noch schlimmer.
So, das erste Drittel nähert sich seinem Ende. Steht 2-0 für die Hausherren. Es ist bisher ein Spiel zum Mäusemelken. Absolut zum Vergessen ein gebrauchter Tag bisher. Aber noch ist dieser Freitag nicht zu Ende. Es ist alles möglich. So, sind Shakes. Setzt sich nochmal in Szene. Unser Verteidiger verliert die Scheibe. Wir sind hier mehr an der Offensive als Atlanta. Und das in Unterzahl. Aber was bringt uns diese Zeit, die wir in der Offensive verbringen, wenn wir keine Tore schießen? So, und aufgepasst. Atlanta befreit sich dann natürlich auch. Und wird halt immer gefährlich. Persson an der Scheibe. Was macht er draus? Persson vielleicht mal. Nein, natürlich nicht. So, und dann ist das erste Drittel auch schon rum. Es steht 2-0 für die Thrashers. Bisschen ein enttäuschendes Spiel in allen Belangen für unsere Ducks. Offensiv macht man keine Tore. Defensiv, da patzen wir. Und so führt Atlanta hier 2-0. Und ja, ihr seht es an der Statistik. 5-0 Torschüsse für die Hausherren. Das ist schon heftig. Das nach 20 Minuten. Also das ist ein schwacher Auftritt unsererseits. Aber 40 Minuten haben wir noch, um alles besser zu machen. Und ich hoffe, unsere Jungs nehmen sich jetzt hier mal ein Herz und machen auch was. Denn so kann es nicht weitergehen, dann verlieren wir hier. Und das wäre natürlich, nachdem wir zuletzt gegen Florida so gut gespielt haben und auch so verdient gewonnen haben, eigentlich wieder einfach nur ein sinnloser Rückschritt für uns. So, Kozlov hat wieder die Chance für die Thrashers, die auch immer wieder völlig frei zu ihren Chancen kommen. Fast schon ungehindert, könnte man sagen. Wir sind übrigens wieder vollzählig, wenn es nicht aufgefallen ist. So, Niedermeier. Vielleicht geht da ja was in dieser Szene. Getzlev. Ach, das ist aber auch einfach schwach. Also was in der Offensive hier nicht überhaupt nicht klappt, ist, dass wir hier mal ordentliche Chancen hinbekommen. Da geht ja gar nichts. Also das ist erbärmlich. Kann man anders nicht sagen. So, aber jetzt mal Perry. Eine der besten, aber wieder kein Tor. Es ist nicht zu glauben. Und die Thrashers, die kommen hier durch. Ey, das kann doch nicht sein. Also unsere Defensive auch wieder hier mit einem Lapsustag ohne Ende. Solche Dinger da hinten drin. Und unsere Chancen bleiben alle ungenutzt. Lettonen, der hält einfach alles, was auf sein Tor mal einigermaßen gefährlich kommt. Das ist dann halt auch klar. Nächster Angriffsversuch. Seladi. Na endlich. 2-1. Geht auch der Anschlusstreffer. Das ist sowas von verdient. Oder auch nicht. Mir ist es auch ehrlich gesagt egal. Aber jetzt haben wir ja langsam auch wirklich mal es geschafft, hier Druck auf den Gegner auszuüben. Und deswegen geht das Tor schon in Ordnung. Und das ist vor allem eins extrem wichtig. Denn dadurch stellen wir den Anschluss auf den Gegner wieder her. Und schon sieht die Welt wieder anders aus. Nur noch 2-1 für die Thrashers. Wir sind wieder da, Leute. In der Hoffnung, dass hier noch mehr wird als bisher hin. So, Andy McDonald. Pass auf Selani. Der auf Chris Bronger, der auf Niedermeier. Da ist Platz zum Schießen. Lettonen ist da. Gegen den wuchtigen Schuss unseres Kapitäns ist er erfolgreich am Ende. So, Rutschen setzt sich in Szene. Ha, bloß weg da. 3-1. Das ist unglaublich. Karl Stewart, das ist aber wieder logisch. Kaum machen wir den Anschlusstreffer, macht Atlanta halt wieder ein Tor. Na, guckt euch das an. Die haben halt auch das Glück. Der Schuss wird geblockt zunächst. Aber irgendwie kommt die Scheibe halt noch zum Angreifer, der 2 Zentimeter vor der Torlinie steht. Und er hämmert halt das Ding an diesem extrem breiten Torwart vorbei. Meine Güte, das kann doch nicht sein. Da ist die Gär schon bald fetter als das Tor. Aber trotzdem fängt er sich ein nach dem anderen. Das kann doch nicht sein. Aber nun gut, Ryan Getzlaff. Nächster Angriffsversuch, erneuter Anschlusstreffer. Geht doch. Jetzt läuft wenigstens mal in der Offensive. Hedström mit dem Anschlusstreffer. Und genau das ist die Reaktion, die wir jetzt brauchen auf diesen erneuten Rückschlag. Sofort wieder hier zeigen, dass wir immer noch im Spiel sind. Nur noch 3-2. Unsere Ducks sind wieder dran. Etwas mehr als die Hälfte des Spiels ist absolviert. Es steht 3-2 in Atlanta. Also vom Spannungsgrad her ist hier ordentlich was geboten. Überhaupt gar keine Frage. Aber wir liegen zurück und das darf einfach nicht sein. Kunitz mit dem Versuch. Scheitert. Mach schön. Pass auf. Bursche Min. Ah, schlecht. Bondra mit Platz für die Thrashers. Aber wir befreien uns. Wichnewski an der Scheibe. Was macht er? Wichnewski, Vitali. Wichnewski. Pass auf Chris Kunitz. Der setzt sich in Szene. Macht das stark und dann wird er von Lettinen behindert. Aber das ist keine Strafe. Und aufgepasst. Schiger ist da. Dieser Goalie. Und dann ist es abseits von Atlanta die Partie. Erst einmal unterbrochen. Also alles möglich hier in dieser Partie. Sowohl in die eine als auch die andere Richtung.
Und wir befreien uns ja erstmal und das wird wohl Icing geben, na klar. Wie auch, oder warum auch nicht. So. Haben wir aufgepasst, der Face-Off geht an die Außenseite. JX, Mann, Pesson! Das soll er, ihr soll doch nicht klären. Ich will doch hier nicht schon wieder ein Icing gegen uns, aber das gibt's halt wieder. Völlig unnötig. Mein Gott. St. Jakes, jetzt aber mal ein ordentlicher Angriff. Und es gibt die Strafe gegen die Außen. Das ist auch gut so. Und wir können uns zwar nicht durchsetzen, aber egal. Powerplay. Strafe gegen Kleimer, 2 Minuten für Hoherstock. Und das könnte die große Chance für uns auf den Ausgleich sein. Hä? Okay, das ist zwar keine gerechtfertigte Strafe für die Twächers, gar keine Frage. Das ist absolute sinnlose Entscheidung. Ja, aber mir ist das doch sowas von egal. Denn ich will hier nur eins, den Ausgleich. Und der kann im Powerplay natürlich durchaus fallen. So, Timo Solani, aufgepasst. Da setzt sich ganz stark in Szene. Unser Angreifer, unser Finne, aber es bringt nichts. Wenn Lettonen andauernd da ist, der Goalie der Trashers hält einfach alles. Zumindest dann, wenn es um die Wurst geht. Aufgepasst. Wronger probiert. Na klar, Lettonen ist wieder da. Sind dann halt auch so Dinger, die würden bei uns hinten immer reingehen, aber der gegnerische Torwart hat die halt. Und ich weiß auch nicht, wie die Ryers da alleine so durchmarschieren kann, aber es ist egal, das zweite Drittel ist zu Ende. 40 Minuten sind gespielt, 3:2 der Stand der Dinge, Atlanta führt hauchzart hier gegen unsere Ducks. 20 Minuten haben wir noch, es ist noch alles möglich in diesem Spiel. Aber wenn wir hier noch was reißen wollen, dann muss jetzt langsam mal der Ausgleich her. Wir haben ja noch ein bisschen Powerplay. Das könnten wir ja vielleicht auch mal zu einem Tor noch nutzen. Aber da darf man sich halt auch nicht so sicher sein. Also 44 Sekunden noch. Auf geht's. Timo Solani. Mach was drauf, mein Freund. Was macht er? Pass auf. Niedermeyer. Er probiert. McDonald. Doppelchance. Aber Atlanta befreit sich. Das bringt natürlich alles wieder Zeit für die Ausherren. Jetzt Federock vielleicht. Todd. Federock setzt sich in Szene. Auf Solani. McDonald. Irgendein Stocher da vom gegnerischen Tor. Aber ohne Erfolg. Und Atlanta ist wieder zu fünft auf dem Eis. Also Powerplay-Chance unsererseits bleibt ungenutzt. Der Celani alleine wird gestört von den Ryers. Das kann er nicht sein. Der Kunde kommt natürlich ran. Dann gibt es hier natürlich auch kein Icing. Warum auch? Und Atlanta macht hier gleich das 4-2. Oder doch nicht. Marschend. Marschend. Jawohl. 3-3. Geniales Tor von Todd Marschend. Genial, genial gemacht. Also wie auch immer die Scheibe da zu ihm gekommen ist, mir ist es sowas von egal. Marchand hat alles richtig gemacht, hat drauf spekuliert, dann war er völlig frei durch. Hat nur noch den Goalie vor sich und er überwindet Lettonen in klasse Manier. Macht das 3-3 und wir gleichen aus. Endlich sind wir back in the game. 3:3. Der so wichtige Ausgleich für unsere Jungs. Aber jetzt heißt es nachlegen und nicht zugucken. Rutschen. Platz für die Trashers. Zu zweit gegen unseren Goalie Shiger. Aber der hält erstmal den Kasten sauber weitestgehend. Aber wieder die Trashers in der Offensive. Oh, Donne. Und ab dafür. Headstream an der Scheibe. Was macht er draus? Probiert sich dort in Scheibe, Scheibe zu setzen, sage ich schon, in Szene zu setzen. Headstream. Ah, schlechter Pass. Das ist doch nur der Gegner da. Holik, Hossa. Was macht der? Pass auf, Kowalczuk, Ilja Kowalczuk. Ah, aufgepasst, Pfosten. Große Chance auf die erneute Führung für die Trashers. Und dann wieder so ein Gurkenpass hier. Und da gab es hier keine Eisen heute gehabt. Roschemin, Corey Perry. 10 Minuten noch zu gehen. Es steht 3:3. Alles möglich. Corey Perry hat die Chance auf die mögliche Führung. Aber er trifft das so natürlich nicht. Metropolit für die Trashers. Die hier ordentlich Dampf machen. Aber im Grunde genommen haben wir das Spiel schon im Griff. Also was die Spielanteile anbelangt, haben unsere Ducks hier eigentlich standesgemäß mehr, aber trotz alledem reicht es halt nicht, um hier in Führung zu gehen. Und wenn das hier halt 3-3 steht, man muss halt auch immer bedenken, der Gegner da trifft sowieso mit weniger Chancen als wir das Tor. Von daher muss man halt immer sehr effektiv agieren. Das ist halt immer so ein bisschen die Schwierigkeit an diesem Spiel hier. Man muss halt in der Offensive sehr effektiv sein, weil man muss halt immer damit rechnen, dass der Gegner halt mindestens 1-2 Tore schießt. Das ist immer standardmäßig in fast jedem Spiel so. Weil der Gegner halt wirklich mit weniger Chancen auch, die er sich rausspielt, wirklich ganz einfach mehr Tore schießt als man selber. Das ist halt immer so ein bisschen das Manko bei NHL, aber was soll's.
Wir lieben das, was wir hassen, sozusagen. Und wir haben die Chance. Und es steht immer noch 3-3. Und wenn ich auf die Uhr gucke, hier, die Overtime nähert sich. Wenn hier bald mal kein Team den Siegtreffer erzielt. So, aufgepasst, Holik. Nichts da, Freundchen. Kunitz jetzt, aber Abfahrt. Chris Kunitz verliert die Scheibe natürlich. Und Perry im Abseits. Es ist zum Verrücktwerden teilweise. So, Face auf 1 Minute 49 noch auf der Uhr regulär. Headstream jetzt vielleicht alleine vor Lettonen. Mach ihn halt nicht rein. Warum denn auch? Geht ja bloß um den Sieg hier. So, Metropolit. Kozlov. Und ich sehe es schon kommen. Ich sehe es schon kommen. Aber zum Glück sah ich jetzt hier gerade nicht richtig. Niedermeyer. Setz dich in Aktion. Rob Niedermeyer. Jawohl, Alter. 4-3. Na geht doch. Na geht doch. Die späte. Aber sowas von verdiente Führung für unsere Ducks. Endlich. Rob Niedermeyer. Tja, Freunde, wundert euch nicht. Das Spiel hat sich mal wieder minimiert. Juhu. Ganz feine Sache. Aber wisst ihr was? Das ist mir sowas von egal. Denn wir haben gerade das 4-3 erzielt. Wir führen jetzt hier 48,4 Sekunden noch. Und ich hoffe, dass wir in der Lage sind, das über die Zeit zu bringen. Wir stehen kurz vor dem wichtigen Auswärtssieg bei den Thrashers. Und wie gesagt, die Führung, die ist durchaus verdient. Gar keine Frage. Sie kam zwar spät, aber sie ist verdient. Rob Niedermeyer ist der Torschütze gewesen zum 4-3. Und ja, das geht in Ordnung. Kann man nicht anders sagen. Vor allem nach der Aufholjagd, die wir uns hier geleistet haben. Da ist das, denke ich, auch verdient, wenn man am Ende als Sieger vom Eis geht. So, Lettonen ist noch im Tor, wie ich sehe, bei den Thrashers. Die Chance aufs Empty Net also ist nicht gegeben. Aber so bringen wir die Zeit auch runter. Kunitz hat die Chance. Scheitert. Borschelmann. Noch einmal die Gelegenheit vielleicht. Wichnewski probiert. Wird geblockt. Ratchin. Und jetzt ist Platz da für Stewart alleine. Stewart vor Shigea. Und wir haben Glück. Und das muss reichen, denn es sind die letzten Sekunden, die hier laufen. Corey Perry kann alles klar machen, aber es ist dann abseits. Aber was soll's, 5,0 Sekunden noch. Kommt hier, das reicht. Also die Jungs aus Atlanta machen hier kein Tor mehr. Und dann ist Feierabend, wir gewinnen mit 4-3 in Atlanta. Ganz, ganz wichtiger und auch verdienter Sieg für unsere Ducks am Ende. Tolle Aufholjagd, tolle Moral, die unser Team hier gezeigt hat. Und deswegen ist dieser Sieg meiner Meinung nach verdient. Wir holen die Punkte in Atlanta und darüber können wir extrem froh sein. So, der Blick auf die drei Stars wie immer. Cole Stewart, Star Nummer 3 mit einem Tor. Dann Star Nummer 2. Top Marshall mit einem Tor und einem Assist. Und der erste Star ist Bobby Olig mit einem Tor und einem Assist. Das ist auch schon makaber, dass Atlanta heute hier mehr Starspieler aufstellt als wir, obwohl wir gewonnen haben. Aber naja, was soll's, wir gewinnen mit 4-3. Ganz wichtiger Sieg. Und ja, ich glaube, ein Unterhaltungswert war hier ordentlich was geboten. Ich bedanke mich dann immer fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal bei Let's Play NHL 2007. Macht's gut und ciao.